Ach, verdammt. Wenn ich jetzt nach oben gehe, bin ich vermutlich sofort tot. Nein, ich bin nicht sofort tot und ich sehe die Stadtmauer von hier aus. Was? Wie viel Glück auf einmal. Und ich bin gar nicht mal so weit weg von dem Eingang. Wir sollten uns nachher vielleicht mal mit der ganzen Kohle, die wir haben, extrem viele Fackeln machen und dann vor der Stadt und rund um die Stadt die ganze Wiese beleuchten. Ja, und vielleicht außen dann noch ein paar Häuser oder sowas bauen, damit das ein bisschen gemütlicher aussieht. Wieso? Nicht so. Ist eine extrem hohe Mauer, hinter der 1000 Dorfbewohner eingesperrt sind, etwa nicht gemütlich? Für uns schon, für die Dorfbewohner wäre ich mir jetzt gar nicht so sicher. Ich schon. Okay. Ich glaube, also nicht da gemütlich genug. Hey, und ich sehe gerade einen Höhleneingang, der 3 Meter neben der Mauer liegt. Gut, dass wir vorher ewig gesucht haben, also letzte Aufnahme. Ja. Das sind schon wieder Spinnen und schon wieder ein Spawner. Und es ist nicht dasselbe. Aber ich habe sie überlebt. Gut, das sperre ich jetzt auch mal zu. Okay, ich bin im Dorf, das heißt, eigentlich kann mir jetzt nichts mehr passieren. Ich bringe noch die Rohstoffe weg und dann würde ich sagen, suche ich mal los nach einem Platz für die Farm, die heute noch ansteht. Genau, ja. Sollen wir die unterirdisch bauen oder oberirdisch? Oberirdisch. Nein, ich bin gerade genau in die Falle getappt von der Spinne und ich komme nicht mehr raus. So, ich könnte dann mal, ich lege mal alle Rohstoffe, die ich jetzt überflüssig dabei habe, weg. Und ein Creeper und Spinnen und ich werde schon wieder sterben. Ich möchte nicht sterben. Ich bin noch viel zu jung zu sterben. Gut, das Brot sollte ich mal lieber behalten. Haben wir Flint, ja. Und Holz haben wir auch. Ich habe Kürbiskerne und Melonenkerne. Ja, das hatten wir aber, glaube ich, beides schon. Oh. Nur zu faul zum Anbauen. Ja, ich wollte es nur mal so erwähnen. Ja, ja. So, unsere Eisenvorräte sind doch beträchtlich mehr geworden. Und Gold haben wir jetzt schon fast 2 Stacks. Ja, wir haben jetzt auch dann 3 Stacks reine Eisenbahn. Und wir haben 31 Diamanten. Wow. Gut. Nicht schon wieder. Es ist vermutlich noch Nacht. Ich könnte mal die Erdverbindung, über die wir vorher das Huhn in die Stadt brachten, weggraben. Wenn da kein Creeper wäre. Ist ein Creeper? So, jetzt ist er allerdings tot. Oh, du hast die Erdverbindung schon entfernt. Sehr gut. Gut, wo kommt unsere Riesenfarm hin? Direkt hinterm Haus, wie wär's damit? Hinter welchem Haus? Also, hinter deinem Haus? Egal, ich beginne zu bauen. Ja. Gut. Du bist nicht da, du kannst nicht mitentscheiden. Tut mir leid. Okay, ja, ich muss jetzt schon wieder fliehen vor diesem... Fliehen vor diesem Spinnenspawner. Spinnenspawner. Mal sehen, ich würde sagen, hier ist so in etwa die Mitte. Aha, Skelett, du verbrennst. So, 1, 2, 3, 4. Und dann... Ich glaube, ich kann theoretisch direkt durch den Weg, von dem ich gekommen bin, wieder zurückgehen. Aber ich möchte noch immer die Höhle erkunden. Das, oh, Creeper! Es ist viel zu spannend, als dass ich jetzt gehen möchte. Nun gut. Boah, der steht direkt neben mir. Und jetzt bin ich fast gestorben. Ich kenne keinen Gruselfilm, der eine Ansatzweise so spannend ist, wie wenn du Minecraft spielst. Vor allem in einer Höhle. Ja.
einer Höhle mit Creepern drin. Die meisten Höhlen haben leider Creeper. Okay, ja. Gut, und ich beginne jetzt wirklich mal mit dem Bau der ultra-epischen Mega-Riesen-Hyperfarm. Wird die so groß? Nein. Okay. Hat sich nämlich gerade so angehört. Nein, ich meinte damit nur, dass sie so ein dezentes Farmchen nehmen. Okay. Also 500 mal 500 Blöcke ungefähr. So. Ich wäre eher so auf 1000 mal 1000 gegangen. Okay. Nein, natürlich nicht. Also zweimal eine Linie mit jeweils, also vier Breite, also insgesamt acht Breite, und das dann so lange, wie der Berg lang ist, eben. Ja. So lange, wie der Berg lang ist, ja. Ich frage mich, ob schon irgendjemand mal auf die Idee gekommen ist, dass er die ganzen Bahnen, die es hier gibt, zu einer verbindet. Du meinst die ganzen Minecart-Bahnen, die in den unterirdischen, verfallenen Dungeons vorkommen? Genau, die. Ich glaube nicht, dass sich jemals schon irgendjemand diese Mühe gemacht hat. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wie man so eine Epic Farm anlegt, glaube ich, müssten die meisten Leute eh wissen, wie das ungefähr funktioniert. Also ich erkläre es nochmal kurz, es ist ähnlich angelegt bei mir wie eine Monsterfarm, nämlich immer so, dass das Wasser alles entlangleiten kann. Dementsprechend die unterste Etage 8 Blöcke lang und alle Etagen darüber 7 Blöcke. In der Mittellinie hier werde ich jeweils das Wasser einfügen, das dann die ganzen Felder eben fruchtbar macht. Und hier kommt nochmal Wasser, das dann alles Getreide, was hier reingespült wird, hier zusammensammelt. Und dann rinnt alles hier raus und mir direkt vor die Füße. So der Plan. Und das Ganze werde ich noch automatisieren durch ein Redstone-System mit Pistons. So. Ich glaube, ich werde noch ewig in der Höhle sitzen. Warum nicht, wenn es dir Spaß macht? Ja. Im Moment habe ich... Fast zwei 64er Stacks Eisen. Gut, die Farm wird nur halb oberirdisch. Halb oberirdisch? Und halb unterirdisch. Oh, okay. Wieso das? Weil es nicht anders geht. Oh, okay. Weil der Berg irgendwie im Weg ist. Ich grab ihn halt einfach weg. Ja, klar, ich grab mal einen Berg weg. Zum Teil muss ich das jetzt sogar. Und jetzt wäre eine Eisenspitzhacke wirklich was Schönes. Ich glaube, wir haben genug Eisenvorräte, damit ich mir eine Spitzhacke leisten kann. Nee. Ja, wir haben schon noch einiges. Machen wir gleich mal ein paar. Nur so zur Sicherheit. Und tja, das Eisen schnell noch zurückgelegt. Dann kann es weitergehen mit dem Graben. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ach ja, bei der Farm wird es natürlich wieder mal das Problem geben, dass hier Endermänner die ganze Zeit die Erdblöcke, auf denen das Getreide wächst, klauen werden. Ja, das war doch bei uns auch schon. Das war immer schon so, ja. Nein! Oh mein Gott. Gut, du bist noch immer in der Höhle. Ja. Und schon Diamanten oder irgendwas besonders Tolles gefunden? Ja, ich habe jetzt wirklich zwei volle 64er Stacks voll mit Minecart Rays. Okay. Dann könnten wir uns ja doch wirklich irgendwas Größeres damit bauen.
Ja. Vielleicht wirklich einen zweiten Wohnsitz mit einer Minecart-Verbindung. Ich fände es echt cool, weil... Weil dieser hier ist ehrlich, ja, mehr oder weniger nur das NPC-Dorf. Ja, und die nerven langsam echt. Das habe ich nicht wirklich eingeplant, dass da die ganze Zeit das Türklappere sein wird. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7 und wow, ich bin auf der anderen Seite des Berges. So, ich habe jetzt ziemlich jede Höhle schon erkundet, eigentlich. Von den größeren jedenfalls. Das glaube ich nicht. In dem Bereich, wo ich war, hätte es noch einiges gegeben. Und ich glaube nicht, dass du dort überhaupt schon warst. Nee, okay. Na, ich meine jetzt da, wo die Minecart-Bahn überall war. Okay. Wie viel ist 4 mal 7? 28. Ach ja. Wieso? Das haben wir dann... Und 28 mal 6 ist... Zu viel für